So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flossy, auf dem Kanal von Games Motion und da präsentiere ich euch mal ein neues Let's Play, nämlich das Pokémon Trading Card Game. Games Motion hat mich und Silas Retro Fan angefordert, um ein paar Videos bei denen zu machen, damit der Kanal endlich mal gut wird. Nein, Spaß. Und da ich die Haupt-Pokémon-Reihe auf meinem eigenen Kanal machen wollte, bringe ich hier mal einen Spin-Off aus meiner Kindheit von 1998 bis 2000. Ich habe das Spiel damals nie durchbekommen, weil ich zu blöd dafür war. Und jetzt starten wir einfach mal, bevor wieder die Demo kommt. Wir erstellen natürlich ein neues Spiel und dort nennen wir uns... Ja, Fmo. Fmo nennen wir uns dort. Nein, wir nennen uns Flo. Flo ist ganz verrückt nach Pokémon und Pokémon-Karten. Eines Tages erzählte man Flo die legendären Pokémon-Karten, die extrem seltenen und mächtigen Karten der größten Pokémon-Sammelkartenspieler. Die Großmeister suchen jemanden, der die Legende weiterlebt. Mit dem Traum, die legendären Pokémon-Karten zu erben, besucht Flo den Forscher der Pokémon-Karten, Dr. Mason. Na, da sind wir ja mal ganz gespannt drauf. Ich bin gespannt, ob ich das Spiel diesmal begreife. Oh, warum so eine Eile, Flo? Was? Du möchtest das Pokémon-Sammelkartenspiel lernen? Dann möchtest du nun mit dem Spiel beginnen. Nun, Wettkämpfe sind spannender als das reine Sammeln der Karten. Als erstes solltest du mit einem Übungsdeck spielen. Hier, ich gebe dir dieses Deck. Nun brauchst du noch einen Gegner. Hey Jan, spiel doch mal ein wenig mit ihm. Ja klar, Dr. Mason. Hallo Flo. Okay, lass es uns versuchen. Aber natürlich, wir sind gespannt. Und damals war ich immer zu blöd zu lesen und deswegen habe ich da auch vieles falsch gemacht. Und jetzt machen wir weiter. Hey Flo, beeil dich und komm her. Als erstes frage Jan nach den Grundzügen des Spiels. Okay Flo, was möchtest du wissen? Eigentlich gar nichts. Das war es schon. Das war es schon? Ja. Man sagt, Taten seien mehr als Worte, also lass uns spielen. Da es dein erstes Spiel ist, fangen wir mit den Grundschritten des Spiels an. Ich werde dich anleiten und du folgst meinen Vorgaben. Wenn du dich nicht an meine Anweisung hältst, können wir das Spiel nicht fortsetzen. Und weil ich das damals nicht gemacht habe, habe ich das Tutorial nie durchbekommen. Wenn du während des Spiels das Pokémon-Sammelkartenspiel manuell liest, wird die Sache für dich einfacher, okay? Dann beginnen wir mit dem Übungsspiel. Techniker Jan, Jans Übungsdeck. Übrigens gibt es das Spiel mittlerweile auch im 3DS eShop, soweit ich das weiß. Da dies nur eine Übung ist, brauchst du das Deck nicht zu mischen. Jeder Spieler zieht 7 Karten. Und warum leckt das Spiel so? Dafür kann ich nichts. Wähle ein Basis-Pokémon für die Arena aus. Hebe 7 Karten ab und wähle dein aktives Pokémon. Nur Basis-Pokémon sind als aktive Pokémon einsetzbar. Deshalb wähle zwischen Goldini und Sterndu. In unserem Übungsduell setzt du Goldini ein. Okay. Level 12 Goldini wurde auf die, Dings gesetzt. Als nächstes setze deine Pokémon auf die Bank. Du kannst ein aktives Pokémon gegen eines von der Bank tauschen. Auch auf der Bank können nur Basis-Pokémon platziert werden. Nimm Sterndu aus deiner Hand und setze es auf die Bank. Aber natürlich, und das tun wir sofort. Wenn du alle Pokémon auf der Bank platziert hast, drück den B-Knopf zum Beenden. Okay. Preise platzieren. Bitte platziere 2 Preise. Natürlich. Und ein Münzwurf entscheidet, wer zuerst am Zug ist. Bei Kopf spielt Flo zuerst, bei anderweitig nicht. Du bist als erstes am Zug. Na, das war ja auch gar nicht getriggert. Flo's Zug. Zum Glück, nicht wahr? Du hast Wasserenergie gezogen. Um einen Angriff ausführen zu können, musst du deinem Pokémon Energiekarten geben. Wähle das Kartenmenü an und nimm eine Wasserenergiekarte. Als nächstes wählst du dein aktives Pokémon Goldini, drücke den A-Knopf. Nun bekommt Goldini Wasserenergie. Wähle nun eine Attacke aus und greif deinen Gegner an. Wähle Angriff im Menü und entscheide dich für One-Attacke. Nun lass uns das Spiel beginnen. Wir sollen Goldini Wasserenergie geben. Machen wir aber sicher und dann greifen wir ihn mit Hornattacke an. Was auch sonst, Level 20 Macholo. Macholo ist ein Kampf-Pokémon, Goldini ein Wasser-Pokémon. Beide aus der ersten Gen. Okay, hier gibt es nur Pokémon aus der ersten Gen. Übrigens gibt es zu dem Spiel einen zweiten Teil, der leider nicht in Deutschland erschienen ist. Für Kampfenergie an Macholo. Macholos Kick. Okay, Goldini hat 20 Schadenspunkte. Hebe eine Karte vom Deck ab. Wir erhalten Wasserenergie. Dein Goldini steht kurz davor, besiegt zu werden.
Was? Nimm Goldking aus deiner Hand und teile es Goldin, damit es sich entwickelt. Die KP steigen von 40 auf 70. Dein Goldking hat nicht genügend Energie, um Kaskade auszuführen. Du musst Goldking eine Psycho-Energie-Karte geben. Stern bedeutet eigentlich so viel wie normal beim Kartenspiel, aber ist eigentlich beliebig. Und dann kann ich Kaskade einsetzen, bald die Wasserenergie-Karte für ein anderes Pokémon. Nun lass uns deinen Gegner mit Kaskade angreifen. Nun lass uns das Spiel beginnen. Na, aber sicher. Erstmal Goldking. Machen wir einen Goldking draus und dann geben wir ihm die Psycho-Energie. Bitteschön. Und danach. Nein. Ja, tut mir leid. Ja, ich hab. Brauchst du noch mehr Übung? Nein. Okay. Jetzt aber bitte wirklich. Wir geben einmal Goldin die Entwicklung. Dann geben wir ihm das hier. Und dann greifen wir bitte mit Kaskade an. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt etwas doof war. Aber naja, mach Holoel 30 SP. Jan denkt nach. Und setzt Ratzfratz auf die Bank. Und fügt Kampfenergie an Ratzfratz. Macholo setzt erneut einen Kick ein, denn er kann gar nichts anderes tun. Zug des Spielers, hebe eine Karte vom Deck ab. Okay, du hast Wasserenergie gezogen. Goldking hat ausreichend Energie, du brauchst keine mehr hinzufügen. Gib deinem Pokémon auf der Bank Energiekarten, damit sie für den Kampf bereit sind. Gib deinem Stern du auf der Bank eine Wasserenergiekarte. Als nächstes wähle die Attacke aus. Macholo hat noch 10 KP übrig. Goldkings Swan-Attacke reicht aus, um Macholo zu besiegen. Nun wähle Goldkings Swan-Attacke aus. Okay. Nun sind Macholos KP auf 0 gesunken und es wurde besiegt. Wenn du ein gegnerisches Pokémon besiegt hast, kannst du dir einen Preis nehmen. Jo, nun lass uns das Spiel beginnen. Wir geben Wasserenergie an Sternu, so wie es von uns verlangt wird. Danach greifen wir mit der One-Attacke an und können dann zu guter Letzt einen Preis nehmen. Das ist doch was Wunderbares. Ich glaube, dieses Spiel hat noch nicht einmal Suishimaru Let's Played, aber ich denke mal, er wird es noch Let's Playen bei den ganzen Spin-Offs, die er sowieso vorhat. Ich meine, er hat ja Mystery Dungeon und Ranger schon gemacht und ich denke mal, dass da Pokémon Trading Card Game auch nicht lange auf sich warten lassen wird. Er hat übrigens seinen Ratz entwickelt zu Radikal und fügt Elektroenergie da hinzu. Nun kann er mit einem Biss angreifen, was mich doch sehr ärgert. Das ist gemein, das ist nicht nett und fair. Wir haben ein Traumato gezogen. Sind alle deine Pokémon besiegt und sitzen keine mehr auf der Bank. Hast du verloren. Setz Traumato, das gerade erhaltene Basis-Pokémon, auf die Bank. Traumato ist vom Typ Psycho. Gib Traumato eine Wasserenergie-Karte und bereite es auf den Angriff vor. Greif deinen Gegner mit deinem aktiven Pokémon Goldking und der Attacke Kaskade an. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay, wir setzen zuerst Traumato auf die Bank. Dann geben wir ihm Wasserenergie, wie es von uns verlangt wird. Und zu guter Letzt greifen wir mit Kagemaru an. Kaskade an. So. Und damit erhält das Radikal Schaden, was mich sehr freut. Und Jan denkt nach und fügt noch eine Elektroenergie hinzu und setzt mal wieder ein Biss ein. Damit ist unser Goldking leider erledigt. Soll aber nicht so schlimm sein, denn es ist ja nur das Übungsduell. Wähle ein Pokémon für die Arena aus. Ersetzt dein besiegtes Pokémon durch ein Pokémon von der Bank. Auf deiner Bank sitzt Traumato und Sterndu. Wähle Sterndu als aktives Pokémon für dieses Übungsduell. Mit Select kannst du die Pokémon-Daten überprüfen. Es ist wichtig, dass du deine Karten und den Status deiner Pokémon kennst. Nun lass uns das Spiel beginnen. Wir werden jetzt erstmal hier kurz Select klicken. Und zwar schauen wir uns dann an meinen Spielbereich. Und zwar meine Pokémon. Hier kann man sehen, was man braucht, was die Rückzugkosten sind und so ein Scheiß. Das kommt alles aber erst ein bisschen später. Ich soll jetzt Sterndu wählen. Was wir natürlich auch sofort machen. Und ich habe einen Trank gezogen. Sterndu entwickelt sich zu Starmie. Bereiten wir Sterndu vor, die Attacken Starmies benutzen zu können, wenn es sich entwickelt hat. Nimm die Wasserenergie-Karte aus deiner Hand und gib sie Sterndu. Greif deinem Gegner mit Sterndus Hieb an. Nun lass uns das Spiel beginnen. Dieses Nun lass uns das Spiel beginnen nervt mich irgendwann. Sterndu, ich weiß gar nicht, ist Sterndu schon vom Typ Psycho oder erst ab Starmie? Das wäre mal ganz lieb, wenn mir das jemand in die Kommentare schreiben könnte. Vermutlich weiß das The Last Retro-Fan am besten.
Aber vielleicht weiß es auch der Sam Samuel, der von Games Motion, aber er wird vermutlich nicht mit dem eigenen Account antworten, keine Ahnung. Viel Kampfenergie an Macholo. Radikal wurde auf die Bank zurückgesetzt, Jan denkt nach. Und setzt einen Kick ein, was auch sonst. Dö, die Musik ist auch echt schön, muss man schon sagen. Das Spiel ist übrigens ein eigentlich ursprüngliches Gameboy-Spiel, allerdings wenn du das Spiel in einen Gameboy Color steckst, dann bekommt es Farbe. Das Spiel war für beides bereits konzipiert, beziehungsweise war eines der späteren Gameboy-Spiele und war schon bereit für den Gameboy Color, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Lass Steine mit Hilfe einer Trainerkarte wieder zu Kräften kommen. Verwende dazu die Karte Trank. Lass uns die Entwicklung zu Stami vorbereiten, gib Stanu außerdem eine Wasserenergiekarte. Greif deinen Gegner mit Stanus Hieb an, um deinen Zug zu beenden. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay, erstmal den Trank. Naturellement setzen wir den Trank ein, der heilt immer 20 SP, nicht mehr, nicht weniger. Und zusätzlich geben wir Stanu Wasserenergie. Dann greifen wir noch an mit dem Hieb. So wie es von uns gewollt wird. Damit fügen wir ihm 20 Chancepunkte zu, was mich doch sehr, sehr freut. Viel Kampfenergie an Macholo hinzu. Macholos Kick. Kick ist eigentlich eine sehr schwache und Standard-Kampfattacke in den normalen Pokémon-Spielen. Und ich habe endlich Stami gezogen. Ja, und das sagt er mir jetzt auch. Nun hast du endlich eine Stami-Karte gezogen. Mit der Stami-Karte entwickelst du nun Stern-Duo. Du hast genug Energie hinzugefügt, um Sternfrost auszuführen. Greife deinen Gegner mit Stami Sternfrost an. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay, wir müssen ihn also nur zu Stami entwickeln und dann einfach angreifen. Mit Sternfrost. Überprüfung, Lähmung oder nicht. Diese Nebeneffekte werden immer mit Münzwürfen ausgehandelt, was bei den meisten eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Also ich habe es oft so, dass ich mit den Münzen nicht viel Glück habe. So werden übrigens auch die, wie oft eine Mehrfachattacke trifft, ermittelt. Also durch diese Münzwürfe. Jan Zug. Aber das werde ich alles noch sehen. Denke ich mal. Viel Kampfenergie an Macholo. Macholo, Macholo. Beende den Zug ohne anzugreifen. Zwischen den Zügen. Macholo ist von Lähmung geheilt. Meistens halten die Statuseffekte auch nicht lange an, höchstens 1-2 Runden. Und wir haben Wasserenergie gezogen. Nun besitzt Macholo nur noch 10 KP. Lass uns den Kampf zu Ende bringen. Greife mit Stami Sternfrost an. Das ist sowas von unnötig, aber ist egal. Dein Gegner ist kampfunfähig. Nimm den letzten Preis. Der Gewinner heißt Flo. Nun lass uns das Spiel beginnen. Denn wir hätten nämlich auch... Okay, mit Erholung kämen wir nicht weit. Ob er nun gelähmt ist oder nicht, verrät uns jetzt die Münze. Das ist aber auch relativ wurscht, weil es uns eh egal sein soll, weil er jetzt tot ist. Macholo ist kampfunfähig. Flo nimmt einen Preis. Und zwar diesen hier. Und ich habe alle Preise genommen. Entscheidung! Ich habe das Duell mit Jan gewonnen. Mit oder gegen Jan? Das ist hier die Frage. Die Grundstruktur des Spiels ist ganz einfach. Du musst versuchen, so viele gegnerische Pokémon-Kämpfe unfähig zu machen, wie Preise vorhanden sind. Das ist das Wesentliche im Spiel. Wenn du etwas nicht verstehst, frage einfach Jan. Es ist vielleicht auch hilfreich, noch einmal mit ihm zu üben. Dieses Mal war es nur eine Übung und du musst meinen Anweisungen folgen. Aber es gibt auch andere Spielwege. Probiere diese aus, indem du normales Duell anwählst. Das könnten wir tatsächlich mal machen, aber das überlege ich mir noch. Nun dann, lass uns mal dein Deck bauen. Hast du deine Karten dabei? Flo gibt die Karten Dr. Mason. Ich werde einige meiner Karten zu deinem legen. Nun Flo, welches Deck möchtest du haben? Bitte such dir ein Deck aus. Da ich immer der Shigi-Fan war und ich Turtok liebe, nehme ich das Shigi- und Freunde-Deck. Ein Shigi- und Freunde-Deck, aber natürlich. Es basiert übrigens auf den Standard-Startern Glumanda, Shigi und Pisasam, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Oder falls ihr noch nie ein Pokémon-Spiel in der Hand gehabt habt. Schämt euch, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Okay, ein Shigi. Ich wollte gerade Schneggi lesen. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich auf dem Kanal von Games Motion bin. Ist auch vollkommen egal. Und Freunde-Deck. Hier sind die restlichen Karten. Flo erhält ein Shigi- und Freunde-Deck. Flo erhält 30 Karten. Du solltest mit vielen verschiedenen Leuten spielen. Warum besuchst du nicht einmal einen der Kartenclubs? Dort spielen immer viele Leute. Sammle neue Karten und versuche ein neues Deck zu bauen. Nun reden wir aber erstmal noch mit den Wissenschaftlern hier, ja, den Technikern. Und dann spielst du dich an. Drück Start und wähle dann im Menü Tagebuch. Mit dem PC dort drüben kannst du alles mögliche machen. Auch die E-Mails von Dr. Mason lesen. Das werden wir doch direkt mal.
E-Mail lesen. E-Mail 1. Flo, ich bin es, Dr. Mason. Hast du den Dreh des Sammelkartenspiels herausbekommen? Ich habe einige Informationen zu den Boosterpackungen. Wenn du die gleichen Karten sammeln möchtest, dann spiele mehrmals mit derselben Person, um eine bestimmte Boosterpackung zu bekommen. Wenn du das tust, kannst du die gleichen Karten sammeln. Das vereinfacht die Zusammenstellung eines Decks. Eine andere Möglichkeit ist der Cardpop mit einem Freund. Wenn ihr den Cardpop spielt, erhaltet ihr beide eine neue Karte, aber du kannst mit jedem Freund den Cardpop nur einmal spielen. Also such dir mehrere Freunde, die das Sammelkartenspiel für den Gameboy besitzen und spiele mit ihnen den Cardpop, um neue Karten zu erhalten. Oh, ich habe noch etwas für dich. Flo hat eine Boosterpackung. Oh yeah, Kolosseum. Und wir halten neue Karten. Da drin haben wir Dickri, Golking, Nidorin, männlich? Männlich. Akani, Radfratz, Abra, Magnetilo, Tangela, Trainerkarte B, Energiekarte, Kampfenergie und nochmal, und noch, ja, Kampfenergiekarte. Ich werde dir wertvolle Hinweise per E-Mail senden. Außerdem werde ich jeder E-Mail eine Boosterpackung hinzufügen. Also überprüfe regelmäßig deine E-Mails Masons Labor. Oh Gott. Dr. Mason. Haha, mit einem Zwinker-Smiley, geil. Okay, das ist nice. Du hast den PC ausgeschalten. Okay, dann reden wir. Nee, mit Jan brauchen wir nicht reden. Wir reden noch mit dem hier unten. Ich bin mir sicher, dass du bereits beweist, dass es 8 Clubs gibt. Den Kampf, Wasser, Elektro, Pflanzen, Psycho, Feuer, Stein. Ich muss meinen anderen PC wieder anmachen. Und Wissenschaftsclub. Jeder Club spielt mit seinen speziellen Karten. Das ist vollkommen richtig. Hast du auch darauf, die legendären Pokémon-Karten zu erben? Wenn du die legendären Karten erben möchtest, musst du die Großmeister besiegen. Um gegen diese antreten zu können, musst du die 8 Meistermedaillen bekommen. Jeder der 8 Kartenclubmeister besitzt eine Meistermedaille. Im Pokémon Dome kannst du mehr über die legendären Karten lernen. Hast du ein Clubmitglied besiegt, erhältst du eine Boosterpackung. Jede Boosterpackung enthält 10 Karten. Die Inhalte der Boosterpackung sind verschieden. Die Kategorie einer Boosterpackung ist von deinem Gegner abhängig. Suche die Gegner sorgfältig aus. Aber natürlich. Jeder der 8 Clubmeister besitzt eine Meistermedaille. Das Geheimnis jedes Clubdecks liegt in der Meistermedaille verborgen. Hast du eine Meistermedaille gewonnen, geh in den hinteren Computerraum. Du kannst die Medaillen in die Maschinen einsetzen und so verschiedene Decks bauen. Ja, das zeige ich euch mal eben kurz, denn hier sind verschiedene Dinger. Sobald man die PCs anquatscht, braucht man, sagt er dir, du brauchst Medaillen, bla bla bla, und dann kannst du dir verschiedene Decks daraus basteln, wenn du die passenden Karten hast. Das habe ich damals nie so wirklich verstanden, aber das werden wir hier zusammen herausfinden. Diese Maschine ist eine Decksicherungsmaschine. Du kannst die Konfiguration eines selbst gebauten Decks speichern. Die Maschine wird dir dieses Deck dann jederzeit wiederherstellen. Solange du die dafür nötigen Karten besitzt, wenn du ein tolles Deck gebaut hast, solltest du es hier speichern. Aber natürlich. Um eine inaktive Maschine in Gang zu setzen, benötigst du eine Medaille. Die Meistermedaillen sind im Besitz der Clubmeister. Nachdem du die Medaillen gewonnen hast, setzt du sie in die Maschinen ein. Dann kannst du die neue Decks bauen. Hoho, willst du gegen mich antreten, um dein Deck zu prüfen? Solltest du gewinnen, gebe ich dir eine Boosterpackung. Aber sie enthält nur Energiekarten. Möchtest du gegen Adrian antreten? Nein, möchte ich noch nicht. Erst willst du wissen, wie dein Deck sich verhält. Das machen wir nach im nächsten Part, würde ich sagen. Ist die Autodeckmaschine nicht toll? Wenn du alle erforderlichen Karten besitzt, baut die Maschine dir automatisch ein Deck. Und wir stellen uns mal vor den, damit wir im nächsten Part gegen ihn kämpfen können. Wir gehen jetzt auf Tagebuch und speichern. Möchtest du ein Tagebuch führen? Ja, natürlich möchte ich das. Und ich schriebe ins Tagebuch. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich werde eine Playlist auf meinem eigenen Kanal zu diesem Let's Play anlegen. Ja, eine eigene Playlist zu diesem Projekt auf meinem Kanal. So wollte ich den Satzbau drehen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Jetzt fährt draußen noch ein Auto lang. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Kommentiert, teilt das Video, abonniert Games Motion und meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssikowski, haut raus, euer FlassTV.